So, dann würde der weggehen. Und der. Und hier. Und hier. Und hier. Und da. Und da. So, und jetzt reicht es mir schon wieder. Eigentlich, hier wollte ich hoch, ich wollte ja nur zwei nach oben. Weil, dass da oben die Kante schon ist. Also wären wir ja hier 1, 2, genau. Auf dem Niveau sind wir ja gerade. Dann wären wir hier 1 nach oben, 2 nach oben, 3 nach oben. Gut, machen wir halt die 4 nach oben. Ist ja auch in Ordnung. Gehen wir wieder 3 rein. Machen wir hier vielleicht Licht. Und dann gehen wir die 3 rein. So, das wäre wieder der Absatz und dann können wir hier wieder nach vorne. So, und dann haben wir hier wieder einen neuen Lavasee. Okay. Das heißt, die Spur kommt von hier und hier und nicht von da. Okay. Ich würde sagen, dieser See ist der Lavasee, schön mies, ist der Lavasee, der halt meinen See speist. Da muss man sich halt noch überlegen, wie die miteinander verwoben sind. Letzten Endes sieht man aber eben da hinten, dass da auch wieder so ein See ist. Die halt einfach so rumliegt und abfällt und halt erstmal nichts mit genau. So, gut, dann kann ich ja, machen wir vielleicht dich hier so. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar.
So, schön, schön. Dann können wir theoretisch da hinten mal gucken, ob das zu unserem See geht oder ob das irgendwo ganz anders hingeht. Und ob das gar nicht die Lösung für unseren See ist. So, noch ein rein. Ja, für mich sieht es fast so ein bisschen dann raus. So, dann können wir hier mal runter gucken. Da haben wir irgendwas. Was auch immer das ist. So, das ist auf jeden Fall dieser See ist der See, der unsere Lama Quelle speist. Letztendlich. So, Essen. Und dann haben wir hier hoffentlich bald mal einen Weitblick. Oh. Schon wieder. Zwei, drei und vier. So, dann wäre der so. So und so. Können wir euch mitnehmen. Ich will ja keine Ressourcen verschwenden, von denen habe ich ja viel zu wenig. So, wie gesagt, dann ist halt da hinten die Überlegung, was wir da haben. Ah, der muss zwei rein auf jeden Fall. Der muss auch zwei rein, oder? Der kommt auf jeden Fall weg, der kommt auf jeden Fall weg. Der hier eigentlich auch. So. So, im Prinzip haben wir hier wirklich ein kleines Höhlenreich, das wir uns aufbauen. Das ist auch wieder so eine riesige Baustelle, die können wir eigentlich beliebig ausarten. Wir sind halt doch irgendwie Zwerge. So. So, dann würde ich da auf jeden Fall noch mal einen rein. Eigentlich würde ich ganz gerne den dann darunter gehen. Das heißt, ich würde hier vielleicht mal noch eine Fackel hinsetzen.
ist es hier vielleicht auch gar nicht so blöd mit diesem an der Stelle runtergehen, muss ich sagen. Wenn wir da hinten eine Höhle haben. Ja, wobei dann die Frage ist, ob ich nicht so rum runtergehe. So, nee, für den Anfang machen wir es so. Für den Anfang machen wir das so und dann sagen wir hier bam, bam, bam. Eigentlich müsste da dann noch ein Stein hin und dann kann ich hier jetzt sagen. So, und dann haben wir das auch erledigt und dann können wir jetzt hier wieder auf. Das Gefackel gehen. Und das sieht mir wieder nach einer endlosen Höhle aus. So, hier hinten scheint es aber in den Höhlenbereich zu gehen, den ich schon kenne. Deswegen muss ich da mal auch aufgraben. Oder es ist ein ganz neuer. Nee, nee, das ist genau der, den ich kenne. Das können wir uns jetzt angucken, indem wir zurückgehen. Der ist es nicht, oder? Uah, weg mit dir. Uah, uah. Also, wie gesagt, das müsste der sein, den ich kenne. Dann, das können wir nachschauen, indem wir einfach komplett zurückgehen. Und dann da oben wieder hoch. Da bin ich ja irgendwo im Kreis und nein, den kenne ich noch nicht. Interessant. Okay, nichtsdestotrotz denke ich, mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Wir sehen uns. Bis dahin. Auf Wiedersehen. So, hallo, da sind wir wieder. Ich war ja am Überlegen, was wir jetzt mit dieser. Da ist die Treppe. Was wir jetzt mit diesem Gezuppel machen. Da ging's rein. Können wir eigentlich schon gleich komplett rausschlagen. Upsale, das wollte ich ja nicht. Das wollte ich. So, dann wollten wir da ewig lang laufen. Und dann wollten wir da zurück. So, und was habe ich mir hier gedacht eigentlich? Da habe ich mir gedacht, hey, das wäre eine Lavafalle. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es mir halt gedacht, dass das funktionieren könnte. So, aber was machen wir jetzt erstmal? Jetzt machen wir erstmal hier. Blödsinn.
So, wir holen die Kiste. Wir holen eine Kiste. Das ist ja ein Mist, ey. So. Dann würde ich da wirklich Steine wegtun. Zack, 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 zack. Den will ich mitnehmen. Das ist jetzt erstmal alles egal. Schwerter habe ich auch noch genug. Spitzhacke die habe ich auch noch genug. So, das heißt, da kommt noch einer mit. Dann kannst du so. Und dann habe ich keine Kiste mehr. Ist die da drüben? Sind die Kisten da drüben etwa? Das ist aber doof. So, dann würde ich halt wirklich da lang gehen. Genau, so, dann würde ich die beiden Kisten mitnehmen. Den mit den, den, den. Und dann können wir hier noch ein paar Steine loswerden. Von denen haben wir ja genug. So, das Schwert. Lass mal das Schwert hier. Oder lassen wir die Steine hier, den Schotter. Ah, das weiß ich immer alles nicht. Also dich können wir mal schmelzen eigentlich. Dann können wir hier jetzt nämlich sagen, jo, du kannst auch noch mit. Dann kann man dich da lassen. Und dann können wir das mal so machen und dich wieder zurückholen. Und dann können wir hier sagen, du kannst auch noch weg. Dich können wir mitnehmen, du bist Kupfer, ne? Genau.